Hallo Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ich mache heute ein Video, weil ich euch gerne einen Film vorstellen würde. Der ist erst vor ein paar Tagen auf DVD rausgekommen und ich habe schon Monate gewartet, dass der endlich auf DVD rauskommt und mich schon sehr gefreut, weil ich habe den damals im Kino gesehen und fand ihn total gut. Und den möchte ich euch jetzt kurz vorstellen. Dieser Film heißt Female to What the Fuck oder kurz FTWTF. Und es ist ein Transgender-Film. Es ist kein Spielfilm, sondern eine Doku, die in Wien entstanden ist, wurde produziert von den beiden Wiener Filmemacherinnen Katharina Lampert und Cordula Thym. Das sind zwei eher so alternative Filmemacherinnen, die schon bei mehreren Dokus zusammengearbeitet haben. Und in diesem Fall haben sie sich eben jetzt mit dem Thema Trans beschäftigt und haben fünf verschiedene Personen, die in einem weiblichen Körper geboren wurden, aber sich nicht als weiblich identifizieren können, über mehrere Jahre in ihrem Leben verfolgt und diesen Prozess der Transition eben mitdokumentiert. Und was ich an diesem Film so toll finde, ist, der unterscheidet sich in sehr vielen grundlegenden Dingen von anderen Transgender-Dokus. Meistens, wenn man eine Trans-Doku ansieht, geht es um so Sachen wie Namensänderung, Hormone, verschiedene Operationen, wie diese Operationen ablaufen, zu welchen Ärzten man geht, welche Schritte man da macht, wie das alles funktioniert mit den OPs. Und das ist in diesem Film überhaupt nicht Thema. Also da geht es gar nicht um irgendwelche OPs oder irgend sowas, sondern es geht mehr um dieses dahinter, um die Identität, um dieses, was ist überhaupt männlich, was ist überhaupt weiblich, wo stehen diese Protagonisten selber und wie identifizieren sie sich in ihrer individuellen Auffassung von Geschlecht. Es geht eben ganz, ganz tief in diese Identitätsfragen rein, was ich echt spannend finde, weil man wirklich merkt, dass jede einzelne Person das irgendwie für sich ein bisschen anders definiert. Und ich finde es einfach toll, dass es einen Film gibt, wo es nicht einfach um die sture Dokumentation dessen geht, was halt passiert, wenn man eine Geschlechtsangleichung macht, sondern einfach dieses, wie kommt es überhaupt dazu, dass man eine Geschlechtsangleichung macht? Was läuft im Hintergrund? Wie fühlen sich diese Menschen, dass sie dieses Bedürfnis haben, bestimmte Dinge in ihrem Leben anzugleichen, bestimmte Schritte zu setzen, um sich zu verändern? Ich tue mir wahnsinnig schwer, das irgendwie jetzt in Worte zu fassen, daher lese ich jetzt einfach mal den Klappentext vor, weil der eh ziemlich aussagekräftig ist. Female to What the Fuck beginnt dort, wo andere Dokumentarfilme, die sich mit Transbiografien beschäftigen, oft enden, nämlich mit der geschlechtsangleichenden Operation. Diese steht bei Female to What the Fuck aber nicht im Fokus der Erzählung, sondern vielmehr die individuellen Zugänge der sechs Protagonisten zum Thema Trans. Über 4 Jahre begleiten die zwei Regisseurinnen Nick, Dorian, Mani, Jin, Hans und Person und lassen sie in Female to What the Fuck für und über sich selbst sprechen. Über ein Leben jenseits männlicher und weiblicher Geschlechterkonstruktionen, das Infragestellen heteronormativer Lebensmodelle, die Suche nach einer trotzdem lebbaren Männlichkeit, aber auch über das Überwinden von Trauer, das Beenden von Lebensabschnitten und das immer wieder neu anfangen. Denn ein endgültiges Ankommen gibt es nie. Ja, ich denke, dieser Klappentext ist schon ziemlich aussagekräftig. Also es geht hier eben, wie man schon am Titel sieht, nicht um Menschen, die zwingend female to male sind, also weiblich zu männlich, sondern eben um Leute, die weg wollen von diesem Weiblichen, aber nicht zwingend zu diesem 100% Männlichen mit Aufbau-OP und alle OPs und komplett nur mehr männlich, sondern eher zu diesem female to what the fuck, also die eher so Richtung non-binary, die haben ein bisschen andere Auffassungen teilweise von, was ist überhaupt männlich, was ist überhaupt weiblich und wie finde ich da meine individuelle Nische. Und ich möchte jetzt einfach nur ein paar Protagonisten daraus klauben. Und zwar eine Person, um die es in dem Film geht, ist Mani. Mani wurde in einem weiblichen Körper geboren, ist aber dann in seinen Teenagerjahren draufgekommen, dass er sich eigentlich nicht als weiblich identifiziert und hat dann seinen Namen auf einen männlichen Namen ändern lassen und das Pronomen er verwendet und eben sein Geschlecht im Pass ändern lassen auf männlich. Und ist aber in späterer Folge dann draufgekommen, dass das auch nicht so wirklich gepasst hat. Also er war zwar nicht weiblich, aber männlich auch nicht, sondern irgendwas so dazwischen oder gar nichts von beiden. Und jetzt benutzt Mani tatsächlich nicht das Pronomen sie oder er, sondern das Pronomen es und sieht sich eben jetzt weder als männlich noch als weiblich. Also das ist eine von diesen Geschichten. Ein anderer Fall ist zum Beispiel Hans Scheierl, ist ein Wiener Künstler, der auch weiblich geboren wurde, sich dann als männlich identifiziert hat, hat dann auch seinen Namen ändern lassen und der hat dann auch Hormone genommen, hat aber keine OPs gemacht und hat dann irgendwann Hormone wieder abgesetzt und arbeitet jetzt unter anderem in seiner Freizeit
Freizeit als Drag Queen. Das heißt, er trägt jetzt wieder Frauenkleider und tritt eben als Mann in Frauenkleidern, der ursprünglich körperlich weiblich war, auf. Also er ist jetzt so eine Drag Queen, die eigentlich weiblichen Körper teilweise hat, aber sich als männlich identifiziert und trotzdem Drag Queen ist. Also das sind so wirklich lustige und schräge und sehr, sehr interessante Ansätze über diese, was ist Geschlecht überhaupt? Dann kommt noch vor der Dorian. Dorian hatte einen Zwillingsbruder, der auch trans ist, genauso wie er. Also die wurden beide weiblich geboren, waren beide trans und haben sich beide als männlich identifiziert. Aber vor einigen Jahren ist Dorians Bruder dann gestorben und seither ist er eben auf diesem Weg allein. Dorian ist auch jemand, der sehr, sehr lange über alles philosophiert und sich Gedanken macht. Will er überhaupt als hundertprozentig männlich gesehen werden? Wenn er jetzt Hormone nehmen würde, würden die Leute ihn früher oder später als hundertprozentig männlich sehen und er ist sich auch nicht sicher, ob er das wirklich will oder ob er eher so in diesem Zwischendings bleiben möchte. Dann gibt es noch Nick. Bevor er wusste, dass er trans ist, hat er sich selbst als lesbisch gesehen, eben als lesbische Frau, weil er nicht wusste, dass er ein Mann ist. Und war sehr viel in diesen lesbischen Kreisen, auch in der Community, gerade in Wien unterwegs und ist auch sehr feministisch. Auch jetzt, wo er sich eigentlich als Mann definiert, ist er immer noch sehr feministisch und ist eigentlich mit einer lesbischen Aktivistin zusammen, die jetzt eigentlich mit einem Mann zusammen ist, obwohl sie eigentlich ursprünglich vorhatte, mit einer Frau zusammen zu sein. Und wie die das sieht und so weiter, das ist auch ganz spannend. Und du denkst dann irgendwie immer mit und versuchst so nachzuvollziehen, wie es denen gerade geht. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig spannender Prozess, während man diesen Film sieht und hat mir auch bei sehr vielen Themen die Augen geöffnet. Gerade, ich habe den gesehen, da war ich gerade einen Monat circa auf Testo, glaube ich. Und wusste nicht viel über Non-Binary. Eigentlich, ich meine, ich behaupte auch jetzt nicht, dass ich viel über Non-Binary weiß. Gar nicht. Dieses Konzept, dass man auch etwas anderes sein kann als männlich und weiblich, weil ich mich selber ja eigentlich als ziemlich nah an 100% männlich identifiziere. Also ich sehe mich als sehr binär männlich. Deshalb fällt es mir manchmal auch schwer, mich reinzuversetzen in Leute, die eben wirklich zwischen den Geschlechtern stehen oder gar kein Geschlecht haben oder ein völlig anderes drittes Geschlecht haben. Und da finde ich diesen Film sehr augenöffnend. Es ist auch ein Film, der mir gezeigt hat, und das ist, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Message an alle da draußen. Trans sein bedeutet nicht zwingend, dass du alle OPs machst, dass du einen bestimmten vorgegebenen Weg gehst, dass du hinterher klassisch männlich aussehen musst und dich klassisch männlich verhalten musst und keine weiblichen Hobbys oder Körpersprache oder irgendwelche Angewohnheiten mehr haben darfst, weil du sonst nicht trans bist, sondern trans bedeutet einfach dieses, ich identifiziere mich nicht hundertprozentig mit meinem Geburtsgeschlecht, aber nur weil ich nicht weiblich bin, heißt das nicht, dass ich automatisch männlich sein muss. Es kann auch alles Mögliche dazwischen sein. Niemand kann dir vorschreiben, als was du dich zu identifizieren hast. Das weißt nur du selber. Es ist auch eine Möglichkeit, sich teilweise selbst neu zu erschaffen, neu zu erfinden. Und es werden einfach Fragen gestellt, die sehr viel dazu führen, dass man auch über sich selbst nachdenkt. Also ich finde den Film echt sehr, sehr, sehr empfehlenswert für alle, die sich irgendwie mit dem Trans-Thema auseinandersetzen. Es ist halt nur wichtig, dass ihr wisst, es geht jetzt nicht klassisch um dieses, ich bin trans, was mache ich jetzt als nächstes? Also wie komme ich an Hormone und wie laufen die OPs ab und so? Darum geht es nicht, sondern es geht wirklich um dieses dahinter, diese Gefühle, die irgendwie mit Identität zu tun haben. Es ist definitiv ein Film, der anders ist als andere Trans-Dokus. Also das muss man schon dazu sagen. Es wird ein paar Mal was gesagt über Gesetze und Richtlinien, was man einhalten muss, um zum Beispiel den Namen zu ändern oder an Hormone zu kommen und so weiter. Und das stimmt nicht mehr alles ganz. Also es werden da einige Aussagen getätigt, die einfach nicht mehr stimmen, weil sie nicht mehr aktuell sind. Weil man muss bedenken, dieser Film kam zum ersten Mal vor 2 Jahren raus. Also er war bis jetzt nicht auf DVD verfügbar, aber er wurde halt in verschiedenen Kinos, so Alternativkinos gezeigt und wurde das erste Mal vor circa 2 Jahren veröffentlicht. Und bevor der rauskam, hat's 4 bis 5 Jahre gedauert, um den Film zu machen. Das heißt, dass manche Aussagen aus diesem Film vor 6 Jahren getätigt wurden. Und in den letzten 6 Jahren hat sich dann doch auf dem Sektor Transgesetze und so weiter schon einiges getan. Das heißt einfach, man darf das, was jetzt die Gesetze betrifft, nicht mehr alles für bare Münze nehmen. Das ist im Grunde, worum es in diesem Film geht. Er ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Man kann ihn in der Wiener Buchhandlung Chick Lit, glaube ich, heißt die. Ich werde euch einen Link in die Videobeschreibung reinpacken,
zu diesem Buchladen, wo ihr den dann vielleicht bestellen könnt, wenn ihr Interesse habt. Und ich kann euch nur raten, check it out. Ich habe auch noch einen anderen Transfilm, den ich gerne reviewen würde. Da werde ich in den nächsten Tagen wahrscheinlich dann ein Video dazu machen. Und ich bin ja jetzt ein Jahr auf Testo. Das heißt, ich habe bis jetzt eigentlich immer jeden Monat ein Update gemacht. Das werde ich jetzt nicht mehr machen, weil ich mir denke, jetzt nach einem Jahr auf Testo bringt es sehr, sehr wenig, jeden Monat ein Update zu machen, weil so viel verändert sich einfach nicht mehr in Monatsabständen. Ich dachte, ich werde dann so vierteljährlich ein Update machen bezüglich Testo und werde statt diesen Monatsupdates einfach versuchen, so immer um den Tag herum, wo ich das Update hätte, also immer so um den 19. herum, einfach ein anderes Video auf jeden Fall zu machen, das auch mit dem Thema Trans zu tun hat. Und natürlich auch darüber hinaus zwischendurch verschiedene Videos zu verschiedenen Themen zu machen. Da könnt ihr mir gern auch ein bisschen Input geben. Wenn ihr irgendwelche Themen habt oder Fragen habt, gerade zum Thema Trans, die euch interessieren, könnt ihr mir gern eine Nachricht schicken oder unten in den Kommentaren einfach reinschreiben, was euch interessieren würde. Ich mache sehr gern auch Videos zu euren Themen. Wenn ihr irgendwas habt, was euch besonders interessiert, dann kann ich da gern drauf eingehen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin macht's gut, haltet die Ohren steif und wir sehen uns bald. Tschüss. Das ist auch immer so eine Frage, die dann kommt. Ja, was bist du dann eher? Bist du eher Mann oder eher Frau? Du stellst eine Frage. Wiese, da stehen zwei Bäume. Männlich, weiblich. Wo stehst du? Stehst du da? Stehst du da? Stehst du da? Stehst du da? Und ich sag, schön. Für mich ist es einfach nur eine Wiese. Da stehen keine zwei Bäume. Und ich finde mich ja super so. Das ist mir auch deppert. Also, ich habe immer, ich keine Ahnung, ich habe immer gedacht, als Cis-Mann wäre ich vielleicht nicht so einfach so feministisch geworden. Also als Transboy, weil ich auch das Gefühl habe, ich bin noch nicht ausgewachsen. Also ich, als Transmann würde ich mich zum Beispiel nicht identifizieren, weil ich merke, dass ich da einfach noch einen Weg gehen muss. Transgender ist für mich eine Identität, obwohl es eigentlich mit dem Trans also eine Bewegung darstellt. Wie ist man irgendwie ein Mann und trotzdem super?